And as you'll find out as we look at bones tonight, und ihr werdet feststellen, wenn wir heute Abend uns mit Knochen beschäftigen, the sunshine is very important for bone strength. Dass Sonnenlicht tatsächlich sehr wichtig ist für starke Knochen. And so, believe it or not, we're going to start with the sun. Und vielleicht überrascht euch das, aber wir beginnen jetzt den Vortrag mit der Sonne. And looking historically, wenn wir das historisch betrachten, there was a condition in the probably mid late 1800s called rickets. Da gab es so eine Krankheit Ende des 19. Jahrhunderts, die nannte sich rickets. And I have a book at home that gives a photograph of children in the 1890s. Und ich habe zu Hause ein Buch, da ist ein Foto drin von and Kindern aus dieser Zeit. Forgive me, I'm not a great drawer, but bitte entschuldigt, ich kann jetzt nicht so toll zeichnen. Two of the children had rickets. Also, can you explain rickets? Ihr könnt das sehen. Brittle Rachitis, bone. Das könnte sein. It's Rachitis. Called the brittle bones disease. Also ihr seht die verformten Knochen. So these two children on the edge had rickets. Also ihr seht, die zwei Kinder außen haben Rachitis vermutlich. The bones weren't forming properly though, and in the photo that I have, these two little children, they can't even stand straight because the bones are so crooked. Also das war das Foto, das ich gesehen habe. Und die zwei Kinder außen, die konnten nicht mehr richtig gerade stehen, weil die Glieder so verformt waren. And it wasn't till 1920 that they acknowledged that rickets was a vitamin D deficiency. Und erst in 1920 etwa hat man dann festgestellt, dass Rachitis eigentlich ein Vitamin D Mangel ist. Sorry, I think I need some help to rub this out. It was in the late 1800s that a doctor put forward the theory that rickets was a vitamin D deficiency. Das war eigentlich schon vor der Jahrhundertwende, also Ende des 19. Jahrhunderts, dass ein Arzt mit der Theorie aufkam, dass die Ursache für Rachitis Vitamin D Mangel ist. Now they laughed at him. But damals wurde er ausgelacht. His reasoning was that the gypsy children didn't have rickets. Aber seine Begründung war folgendermaßen: Zigeunerkinder haben keinen Rachitis. Because the gypsy children were out running through the fields. Weil die Zigeunerkinder den ganzen Tag draußen waren und über die Felder rannten. In 1890, 80% of children living in North London had rickets. 1890 hatten 80% der Kinder in London Rachitis. See, they were playing in the narrow streets with the tall buildings, so they were not getting sunshine. Sie spielten dort in den Straßen, da waren hohe Gebäude, da kam die Sonne gar nicht hin, sie bekamen kein Licht. See, the ultraviolet rays from the sun, particularly UVB rays. Das ultraviolette Licht von der Sonne, und zwar besonders die UVB-Strahlen, they hit the skin, sie treffen auf die Haut, and they convert a form of cholesterol just under the skin, und dann bilden sie eine Form von Cholesterin direkt unter der Haut, to vitamin D. Diese Cholesterinform wird nicht gebildet, sondern sie wird umgewandelt, da entsteht nämlich Vitamin D. And what they're finding today is that rickets is returning. Und was man heute feststellt, rickets ist tatsächlich Rachitis, dass das wieder aufkommt. Because I know in Australia that you know that children aren't even allowed out in the sun unless they got sunscreen on. Und in Australien ist es so, dass die Kinder gar nicht rausgelassen werden dürfen an die Sonne ohne Sonnenschutz. And sunscreen blocks the UVB rays. Und eine Sonnenschutz, Sonnenmilch blockiert die UVB-Strahlen. And they're finding a very large range of people today are suffering from vitamin D deficiency. Und man stellt fest, dass wirklich ziemlich viele Leute heutzutage unter Vitamin D-Mangel leiden. And this is affecting teeth and it's affecting bones. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die Zähne, sondern auch auf die
Knochen. Because the teeth are the only exposed bone in the body. Denn Zähne sind eigentlich auch Knochen, nur dass sie außen sind, sichtbar. So the health of the teeth is an indication of the health of the bones in the rest of the body. Und die Zahngesundheit ist ein Anzeichen dafür, wie es dem restlichen, den Knochen im Körper geht. Now the reason that vitamin D is so important is warum ist Vitamin D jetzt so wichtig? Is that it's essential for the utilization and absorption of calcium. Weil es unerlässlich ist für die Absorption, also für die Verwendung, dass der Körper Calcium verwenden kann. And calcium's called the king. Man nennt Calcium auch den König. And the reason calcium's called the king is because when calcium gets in, all the other minerals are drawn in with calcium. Into the cell. Und der Grund, warum wird der König genannt, dieses Mineral Calcium, weil wenn das Calcium hineingeht, dann zieht es all die anderen Mineralien mit sich in die Zelle hinein. And bones are not made of calcium. Und Knochen bestehen nicht einfach nur aus Calcium. So taking a calcium supplement that does not strengthen your bones. Also würden wir jetzt einfach Calcium zuführen, das stärkt noch lange nicht unsere Knochen. So what are bones made of? Ja, woraus bestehen dann Knochen? They're made of 12 main minerals and 64 trace. Knochen bestehen aus 12 Hauptmineralien und 64 Spurenelementen. So the 12 minerals are calcium, chromium, boron and iron. Und diese 12 Mineralien sind Calcium, Chrom, Bor und Eisen. Magnesium, Manganese, Selenium. Magnesium, Mangan, Selenium, Silicon, Sulfur, Potassium. Silicon, weiß ich nicht, Sulfur ist Schwefel, Kalium, Phosphorus and Zinc. Phosphor und Zink. And 64 trace. Und dann nochmal 64 Spurenelemente. So it's not rocket science that's what bones need. Also, jetzt muss man nicht sehr schlau sein, um zu verstehen, dass dieses ganze Spektrum von Mineralien, von Knochen gebraucht wird, damit sie gesund sind. So the next question is, where do we find that? Die nächste Frage ist, woher bekommen wir das alles? In his book, The Calcium Lie, in seinem Buch Die Calciumlüge, Dr. Robert Thompson states that he believes the clearest indicator of a creator God is seawater. Da stellt Dr. Ron Thompson fest, der klarste Beweis für ihn, dass es einen Schöpfergott geben muss, ist die Zusammensetzung von Meerwasser. Because seawater contains the exact balance and proportion of minerals that's found in our bones, in fact in our blood, all through our body. Weil das Meerwasser genau aus den Mineralien zusammengesetzt ist, in der richtigen Proportion, wie wir es auch finden in unseren Knochen, im Blut und überall im Körper. The good news is you don't have to drink seawater. Ja, die gute Nachricht ist, wir müssen jetzt nicht Meerwasser trinken. But seawater contains 92 minerals. Aber Meerwasser enthält 92 Mineralien. And the whole hand-harvested sea salt, called Celtic salt. Und das Meersalz, das jetzt aus diesem Wasser gewonnen wird, they contain about 82. Sogenanntes keltisches Salz, eine bestimmte Sorte, da sind immerhin noch 82 Mineralien enthalten. Some are in such tiny proportions that a few are lost in the evaporation process. Im Meerwasser sind manche Mineralien oder Elemente, die sind in so winzigen Mengen enthalten, dass in diesem Gewinnungsprozess, another wenn das verdunstet, dann gehen die verloren. Another one is Baja salt. Und dann gibt es noch dieses Baja Salz. Now Celtic salt is a hand-harvested sea salt from the coast of France in Brittany. Das keltische Salz wird in Frankreich gewonnen an der bretonischen Küste und von Hand. And the French government have declared about 4 million acres heritage zone to keep it pure. Und die französische Regierung hatte ein riesiges Gebiet um diesen Küstenstrich herum
zum Naturschutzgebiet erklärt, damit die Salzgewinnung dort rein erhalten bleibt. And unfortunately today, a lot of people have been scared away from salt. Aber leider ist es heute so, dass vielen Leuten Angst gemacht worden ist vor überhaupt Salz. And the reason is that the refined salt is a dangerous salt. Und der Grund dafür ist, dass das raffinierte Salz, das reine Kochsalz, ist tatsächlich gefährlich. In seawater, sodium takes up approximately 30%. Im Meerwasser, das besteht zu etwa 30. You mean the salt, all of the minerals? 30% of the minerals are sodium? Of these minerals, sodium makes up 30% and chloride 50%. Also alle Mineralien, die wir finden im Meerwasser, 30% davon sind Natrium und 50% Chlor. And so they're the first crystals formed. Also das ist das vorherrschende Mineral. So man scoops up those crystals, bleaches them white, puts aluminium with it, that's table salt. Mhm. Das sind die ersten Kristalle, die sich dann bilden in dem Prozess und die werden dann abgenommen und dann wird das noch gebleicht und dann haben wir das Tafelsalz. It's such a harsh salt that if you were to inject it into the body, it would kill the person. Aber das hat eine so krasse Wirkung, dieses Salz, würden wir das in dieser Form injizieren jemandem, der würde sterben. These two harsh minerals need all the other minerals to buffer them. Und weil diese zwei Mineralien eben so eine starke Wirkung haben, brauchen sie all die anderen Mineralien, weil die das sozusagen abpuffern. See, we need salt. Our tears are salty. Our perspiration is salty. Wir brauchen Salze, Mineralien, denn wir finden sie zum Beispiel in den Tränen und auch wenn wir schwitzen, wird das verbraucht. And what's potato without salt? Und wer von euch möchte gerne Kartoffeln ohne Salz essen? Our palate tells us we need a little salt. Also allein schon unser Geschmackssinn sagt uns, Salz ist wichtig. Etwas. So, taking this Celtic salt as your salt every day is giving you some minerals. Und wenn wir dieses keltische Salz benutzen in unserer Küche beim Essen, dann erhalten wir all diese Mineralien. Also dark green leafy vegetables are very high in minerals. Auch die dunkelgrünen Blattgemüse haben sehr viele Mineralien. What about milk? Wie steht's mit der Milch? Well, let me show you what happens with milk. Nun, ich möchte euch das zeigen. So here's a glass of milk. It is high in protein and it is high in calcium. Wir haben hier ein Glas Milch. Was ist da hauptsächlich enthalten? Das ist Protein und Calcium. And of that protein, only 58% is burnt as fuel. Von diesem Protein, 58% nur werden verbrannt und dienen der Energiegewinnung im Körper. That leaves a 42% waste. Das heißt, wir haben 42% Abfall. And as the most alkaline mineral in the body, calcium is used to negate the sulfur waste. Und Calcium ist das Mineral, das am basischsten ist im Körper und das wird dann eingesetzt, um diese Abfallstoffe zu neutralisieren. So once that glass of milk is metabolized in the body, there's no calcium left. Wenn also dieses Glas Milch den Körper das verstoffwechselt hat, dann ist von dem Calcium aus der Milch gar nichts mehr übrig. Now the cows get away with it because they've got four stomachs. Und die Kühe können das gut vertragen, denn die haben vier Mägen. In fact, if you want to have milk the way the cows have it, it would be as yogurt or feta cheese. That's a breakdown. Wenn wir Milch genießen wollten, so wie Kühe das eigentlich aufnehmen und genießen können, dann sollte man eher sowas wie Feta-Käse zu sich nehmen oder Joghurt, weil das ist dann schon abgebaut. Now the cows have big, strong bones. Und Kühe haben auch wirklich dicke, starke Knochen. And what do they eat? Aber was fressen sie? Gras. In fact, the biggest boned creatures on this planet are the vegetarian animals. Also die stärksten Tiere mit den dicksten Knochen, das sind tatsächlich die Vegetarier. They eat grass. Sie fressen Gras. Good news is we don't have to eat grass. We can eat kale and lettuce and cabbage.
Das Gute ist, wir müssen jetzt selber nicht Gras essen. Wir können Grünkohl essen und Kohl und grünen Blattsalat. That's what our bones need. Das ist das, was Ihre Knochen brauchen. But something else is happening today, which is causing a deterioration of bones. Aber es gibt noch einen anderen Grund heutzutage dafür, warum die Knochengesundheit immer mehr abnimmt. And we see it not only in bones, but in teeth. Das stellen wir nicht nur fest an den Knochen, sondern auch bei den Zähnen. I've seen some little children and their teeth are rotting before their second teeth come through. Ich habe Kinder gesehen, da faulen schon die ersten Zähne, bevor also die Milchzähne, bevor die zweiten durchkommen. And unfortunately, these children are being given something that they love, but something that's very dangerous for them. Und leider ist der Grund, dass diese Kinder etwas bekommen, das sie zwar lieben, das ihnen aber überhaupt nicht gut tut. And that is refined sugar. Und das ist der raffinierte Zucker. Now the reason why refined sugar is so dangerous to bones. Warum ist raffinierter Zucker so gefährlich für Knochen? Is that it is has a very acid effect on the body. Weil im Körper eine sehr saure Wirkung entfaltet. And the most alkaline mineral is calcium. Und das Mineral, das am stärksten basisch wirkt im Körper, ist Calcium. So the body pulls the calcium out of the bones to calm down this highly acid substance. Und wenn diese stark sauren Substanzen in den Körper gelangen, dann neutralisiert das, zieht das Calcium aus den Knochen raus. So it's weakening the bones from the inside. Das heißt, die Knochen werden von innen geschwächt. Now where it's particularly dangerous with the teeth. Und besonders gefährlich für die Zähne ist, is if there's any little bit of food that may be caught between the teeth. Wenn zwischen den Zähnen Nahrungsreste bleiben. In that warm environment it starts to rot. Und im Mund ist es warm, das fängt dann an zu faulen. And it rots under the action of bacteria. Und das geschieht durch die Aktivität von Bakterien. And then the person's drinking sugary drinks or sucking sugary lollies. Und die Person trinkt da vielleicht noch irgendwas Zuckerhaltiges oder sie lutscht einen Lolli, wo auch viel Zucker drin ist. Which feeds that bacteria. Und die Bakterien werden dadurch genährt, sie bekommen Futter. And it starts to break down the dentin in the teeth. Und dann wird das Dentin in den Zähnen abgebaut, verschwindet. I never gave my children sugar. Ich habe meinen Kindern nie diesen Zucker gegeben. I used to make dessert a couple of times a week, but I made it with dried fruits or honey. Bei uns gab es auch Nachtisch einige Male in der Woche, aber dann habe ich eben Honig verwendet oder Trockenfrüchte. And every day we would eat dark green leafy vegetables out of our garden. Und jeden Tag gab es für uns diese dunkelgrünen Blattgemüse aus dem eigenen Garten. And because it was organic, it was very high in minerals. Und weil wir das biologisch angebaut haben, war der Mineralstoffgehalt auch sehr hoch. And when my children, I think the youngest was 4, the eldest was 15. Und als meine Kinder, ich glaube der jüngste war gerade 4 und der älteste 15. I decided that I should probably take them to the dentist. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich nehme sie mit zum Zahnarzt. And the dentist looked at their teeth and she said, I'm astonished at your children's teeth. Und die Zahnärztin schaute sich die Zähne an von meinen Kindern und dann sagte sie, ich bin erstaunt. She said there is no decay, the teeth are very strong. Sagt, sie haben sehr gute Zähne, keine Anzeichen von Verfall. She said one child had a little bit of decay start because of the way the food used catch in those teeth. Sagt, eines von den Kindern hatte an einer Stelle so ein bisschen Anzeichen von Verfall. Es hing damit zusammen, dass da eine Stelle war, wo immer die Essensreste stecken blieben. But she said the teeth are so strong that the decay was arrested. Aber sie sagt, die Zähne sind trotzdem so gut, dass diese Stelle, die wurde eingekapselt. Es ging nicht weiter. So something we did not have was refined sugar or cow's milk. Also wir hatten zu Hause keinen raffinierten Zucker. Wir hatten auch keine Kuhmilch. Cow's milk is very good milk for baby calves. Kuhmilch ist sehr, sehr gut, allerdings nur für kleine Kühe. And the other thing that we did not have was caffeine. Und was wir auch nicht hatten, war Koffein. Caffeine also has an acid effect on the body. Denn auch Koffein wirkt im Organismus sauer. Again causing a calcium leach to come out of the bones. Und das sorgt wieder dafür, dass dem Körper den Knochen Calcium entzogen wird.
And a lot of greens or vegetables grown today are growing in soil that is devitalized. Leider ist es so, dass heute viele von dem grünen Gemüse, die wir so kaufen können, in einem Boden wächst, der arm ist an Nährstoffen. What is happening is the same food is grown in the same soil again and again and again. Und das liegt daran, dass derselbe Boden immer wieder dieselben Pflanzen hervorbringen muss. Causing a leaching of minerals out of the soil. Und natürlich verliert dann der Boden irgendwann seinen Gehalt an bestimmten Mineralien. It is estimated that 50 years ago there was twice as much minerals in the soil as there is today. Man schätzt, dass vor 50 Jahren noch der Boden doppelt so hohen Nährstoff- und Mineralstoffgehalt hatte wie heute. So if the soil's deficient, the plant's deficient and the person that eats that plant will be deficient. Also, wenn es dem Boden nicht gut geht, dann kann er natürlich auch keine gesunden Pflanzen hervorbringen, können auch die Menschen nicht gesund sein, die die Pflanzen essen. So you put these things together. Fügen wir das alles zusammen. No salt, if there is any greens, there's no minerals. Wir verwenden nicht das richtige Salz und wenn wir grüne Sachen essen, dann sind sie mineralstoffarm. Too much sugar and milk and caffeine. Wir essen zu viel Zucker, dann trinken wir Kuhmilch und auch Koffein. Can you start to see why bones are weakening? Können Sie langsam verstehen, warum die Knochen immer schlechter werden? And why the teeth are weakening? Und auch die Zähne. But there's something else that's causing a problem. Aber es gibt noch einen anderen Grund für das Problem. And it might surprise you. Vielleicht überrascht euch das. It's hormones. Das sind Hormone. So let me explain how hormones affect the bones. Ich möchte das erklären, welche Wirkung Hormone auf den Körper haben. In the hormone pathway, number one hormone is progesterone. In diesem Prozess, den Hormone durchlaufen, ist das erste wichtigste Hormon das Progesteron. And progesterone is often called mother hormone. Man nennt das oft das Mutterhormon. Because mother hormones designed to keep the daughters, one is estrogen. Dieses Mutterhormon ist so ausgelegt für die Töchter, eine von den Töchtern ist Östrogen. To keep the daughter estrogen and the son testosterone in their right balance. Okay, die Tochter ist Östrogen, der Sohn heißt Testosteron und die Mutter sorgt dafür, dass die ausgewogen vorhanden sind. And what mother hormone does is boost bone building cells. Das Mutterhormon sorgt auch dafür, dass die Knochenzellen angeregt werden. Whereas estrogen takes away old bone. Also die Knochen, die für das Wachstum sorgen, die werden angeregt. Und das Östrogen kümmert sich um die alt gewordenen Knochen. Now, when they're in their proper balance, the old bone goes and the new bone comes in. Wenn sie in dem richtigen Gleichgewicht vorhanden sind, dann wird das alte wird weggenommen, wird abgebaut und die neuen Knochen werden aufgebaut. But the contraceptive pill has an effect to get estrogen levels up, but progesterone levels down. Aber die Antibabypille sorgt dafür, dass Östrogen im Gehalt hochgeht, dass wir mehr davon haben und Progesteron geht runter, der Gehalt. Exposure to plastics has an effect to get the estrogen up. Und auch wenn wir Plastik in unseren Körper aufnehmen, das sorgt dafür, dass mehr Östrogen im Körper ist. A lot of people don't realize, especially ladies, that there are fabrics that are made from plastic. Vielen Menschen, besonders Frauen, ist nicht klar, dass es Stoffe gibt, Kleidungsstücke, die aus Plastik gemacht werden. This is especially so in ladies' underwear. Und das trifft besonders zu auf die Unterwäsche von Frauen. Nylon, acrylic and polyester. Nylon, Acryl und Polyester. They were all created in a chemical laboratory. Stammen alle aus einem Labor. And so, when a lady is wearing these next to her skin. Und wenn eine Frau das auf der Haut trägt. And it's a hot day like it is today. Und wenn es warm ist, so wie heute. Then the pores of the skin open. Dann öffnen sich die Hautporen. The fabric warms up. Der Stoff wird erhitzt.
It starts to give off the fumes from these fabrics. Und das führt dazu, dass eben diese bestimmten Stoffe, die durch die Produktion im Stoff sind, abgegeben werden. It comes into the skin and it's causing a rise in estrogen, a drop in progesterone. Das wird von der Haut aufgenommen und das sorgt dafür, dass der Level von Östrogen im Körper hochgeht und Progesteron geht runter. And unfortunately, I've met many today, particularly women, who have an estrogen dominance progesterone deficiency. Und leider treffe ich viele Personen, eben besonders Frauen, die haben ein Östrogen-Dominanz zu viel und einen Progesteronmangel. Every woman who's been on the pill, even 30 years ago, will have this imbalance. Und jede Frau, die mal die Pille genommen hat, auch wenn es schon 30 Jahre her ist, hat dieses Ungleichgewicht. And that's a big contributing factor to osteoporosis. Und das ist eine ganz wichtige Ursache, ein Faktor für Osteoporose. Because what happens is, too much old bone is taken away and there's not enough new bone to replace it. Denn was passiert dann? Das Östrogen sorgt dafür, dass Knochen abgebaut wird, der alte Knochen, aber es gibt nicht genug neue Knochensubstanz, die aufgebaut wird durch das Progesteron. And so what the lady is given is a drug called Fosimax. Und dann bekommen die Frauen ein Medikament, das nennt sich Fosimax. And this Fosimax, they are told, will slow down osteoporosis. Und man sagt ihnen, dieses Medikament wird also den Prozess der Osteoporose verlangsamen. But its side effect is it causes the jaw to start breaking down. Aber der Nebeneffekt, eine Nebenwirkung ist, dass der Kieferknochen abgebaut wird. You can Google that and have a look at the side effects. You will see it. Ihr könnt das nachschlagen im Internet, euch die Nebenwirkung mal ansehen. And Fosimax does not help. It does not cure osteoporosis. Also Fosimax ist keine Hilfe, das ist kein Heilmittel gegen Osteoporose. So to help heal from osteoporosis. Damit wir Heilung finden von Osteoporose. The wild yam cream needs to be applied to the skin. Brauchen wir diese wilde Yamscreme auf die Haut streichen. Because what the yam cream does is it reinstates progesterone back to its right position. Und diese Yamscreme sorgt dafür, dass Progesteron wieder in der richtigen Menge vorhanden ist. And when it's reinstated in its right position, it'll automatically bring estrogen back down. Und wenn das geschafft ist, bewirkt ist, dann wird das Progesteron automatisch den Östrogenspiegel wieder senken, wo er hingehört. So everyone who has been diagnosed as osteoporosis or osteopenia. Also jeder, bei dem Osteoporose oder Osteopenia diagnostiziert worden ist. As part of their program for healing bones. Dann ist ein Teil des Heilungsvorganges für die Knochen. It's important to include the yam cream. Dass man diese Yamscreme anwendet. In Psalm 104, verse 14. In Psalm 104, Vers 14. The Bible says that God gave herbs for the service of man. Da heißt es, dass Gott die Kräuter zum Wohle oder zum Dienst für den Menschen geschaffen hat. And what I love about that verse is it describes how herbs come into our body to serve us. Und was mir gefällt an dieser Aussage ist, dass die Kräuter dargestellt werden als Diener unseres Körpers. They basically come in and say, "Where would you like me? What would you like me to do?" Sie kommen sozusagen in den Körper hinein, sie werden aufgenommen und stellen dann die Frage, was kann ich für dich tun? Wo soll ich dir dienen? Medicine calls it synergism, which is a working with the body. In der Medizin nennt man das auch Synergie, das heißt, es ist ein Zusammenwirken mit dem Körper. Whereas drugs are made from chemicals. Medikamente dagegen werden aus Chemikalien hergestellt. And drugs are like robots. Und diese Medikamente, Arzneidrogen, die sind wie Roboter. They come into the body and say, "I've got a job to do, whether you need it or not." Sie kommen in den Körper rein und sagen, ich habe hier was zu machen, ich habe eine Aufgabe, ob es dir gefällt oder nicht. And drugs do not cure disease. Und Medikamente können Krankheiten nicht heilen. In a crisis, they certainly may be of assistance, but not in curing disease. In einer kritischen Situation können sie ganz sicher helfen,
aber nicht, wenn es um die Heilung von Krankheiten geht. They can mask symptoms for a while, but they do not cure disease. Sie können die Symptome verschleiern, wegnehmen für eine Weile, aber die Krankheit wird nicht geheilt. So part of strengthening bones is the yam cream. Also, wenn wir starke Knochen haben wollen oder wiederbekommen wollen, müssen wir als Teil der Heilung die Yamscreme benutzen. Now Frank and I are still wondering how, but the Sustain Me books arrived at Frank's house today. Frank und ich, wir fragen uns immer noch, wie das möglich war, aber tatsächlich sind heute zu Hause ein Paket mit Büchern angekommen. And these books, this book Sustain Me has a chapter in it called Osteoporosis. Und das Buch heißt Sustain Me? Ja. Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel über Osteoporose. And these principles are written down in detail. Und da findet ihr eine genaue Beschreibung der Grundsätze. We are in the process of translating into German. Wir sind dabei, das ins Deutsche zu übersetzen. And we're hoping that that will be available within the next couple of months. Und wir hoffen, dass in einigen Monaten das verfügbar ist. But what I'm explaining to you in this presentation, aber was ich euch in diesem Vortrag erklären möchte, is why and how these principles work. Ist warum und wie diese Grundsätze funktionieren. Because whenever there's a problem in the body, the first step is to find out why. Denn wann immer es im Körper zu einem Problem kommt, ist die erste Frage, die wir stellen müssen, warum? And one of the problems is that it's usually not just one thing. Und eines der Probleme ist, dass im Allgemeinen es nicht nur einen Faktor gibt. Can be a little bit of this, and a little bit of that, and a little bit of this. Es könnte ein Faktor sein, aber auch das kann eine Rolle spielen, auch das. And that's why I believe God meant each one of us to be our own doctors. Und deswegen glaube ich, dass Gott es so gewollt hat, dass jeder von uns sein eigener Arzt ist. Because only you know how you feel and only you know what you've been through. Denn nur du weißt, wie es dir genau geht, wie du dich fühlst und was du durchgemacht hast. And what's happening to us today is because much to do with our history. Und was wir heute erfahren, die Umstände, in denen wir uns befinden, hat viel zu tun mit der Geschichte. So the ultraviolet rays from the sun hit the skin. Also diese UV-Strahlen von der Sonne treffen auf die Haut. They convert a form of cholesterol just under the skin to vitamin D. Und dann direkt unter der Haut wird eine bestimmte Form Cholesterin in Vitamin D verwandelt. And it is vitamin D that's essential for the utilization of calcium. Und Vitamin D ist unerlässlich, damit Calcium genutzt werden kann. It is called the king because when calcium gets in, all the other minerals join in. Und Calcium wird der König genannt, wenn das Calcium nämlich in die Zelle hineingelangen kann, zieht es all die anderen Mineralien mit sich. But we need to be supplying the minerals so that the minerals are available. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass diese ganzen Mineralien dann auch verfügbar sind. So it was early December. Anfang Dezember. I was walking on the rocks with my grandchildren. War ich unterwegs mit meinen Enkeln auf felsigem Grund. And I didn't realize that one great big rock had a slippery section in the middle. Und ich übersah, dass mittendrin da war ein Felsstück und das war sehr schlüpfrig. And my feet went out from underneath me. Und mein Fuß ist in die Luft gegangen. And my body slammed down onto my wrist. Und dann bin ich auf mein Handgelenk gefallen. It was very painful. Es war sehr schmerzhaft. And as the minutes went by, it began to look very strange. Und nach einigen Minuten sah es schon sehr eigenartig aus. To make a long story short, my radius had been totally broken and was out of place. Und um es kurz zu machen, mein Radiusknochen war komplett durchgebrochen und war auch verschoben. And I'm very thankful for the skill of the orthopedic surgeon that pulled it back into place. Und bin sehr dankbar für den orthopädischen Chirurgen, der das dann wieder gerichtet hat an die richtige Ort und Stelle. And I'm very thankful for pain-killing medication that allowed him to do that. Ich bin auch sehr dankbar für die Schmerzmittel, die er dabei eingesetzt hat, so dass er das vornehmen konnte, die OP. But there was one day. Aber das war ja nur
einmalig, das war an einem bestimmten Tag. Poor Jose, it can have a place, but that's my first broken bone. Wie ich schon sagte, diese Mittel haben auch ihren Platz. Das war zum ersten Mal, dass ich einen gebrochenen Knochen hatte. And I made sure those bones were getting the right conditions. Und ich habe dafür gesorgt, dass diese Knochen gute Umstände hatten. I was keeping well hydrated. Ich habe viel Wasser getrunken. I certainly allowed that wrist to be immobilized to allow it to knit. Und natürlich habe ich dafür gesorgt, dass das hier alles ruhig gestellt wurde. See, what they do today is they do two casts, you know, the hard cast to immobilize it, plaster. Und was man heute macht, man macht zwei Gipse, damit das hier immobil wird, also ruhig gestellt. Because I cut the top one off. Ich habe dann den oberen abgenommen, ich habe ihn abgelassen. So I could put comfrey on here to speed up the healing. Und habe hier oben Beinwell aufgelegt, damit die Heilung beschleunigt wird. Because comfrey contains a growth stimulant. Denn Beinwell enthält einen Wachstumsstimulator. And it stimulates rapid healing in the bone and the tissues. Und das regt das Wachstum an im Gewebe und in den Knochen. But 4 weeks I went back to have an X-ray to have a look and see what it's doing. 4 Wochen später bin ich nochmal zum Röntgen gegangen zur Kontrolle. And I'm very surprised that it had just about totally knitted. Und überraschenderweise war das schon fast komplett zusammengewachsen. They're very surprised because that's very unusual in a 70-year-old woman. Das war überraschend, weil das eigentlich sehr ungewöhnlich ist für eine 70-jährige Frau. But I knew why it had knitted. Aber ich wusste natürlich, warum das so gut zusammengewachsen war. Number one, I give my body the right conditions. Nummer eins, ich habe für die richtigen Umstände gesorgt für meinen Körper. And the comfrey had certainly sped things up a bit. Und natürlich auch der Beinwell hatte das Ganze etwas beschleunigt. But I kept it the full 6 weeks because I wanted to be sure that it was knitted. The cast. Aber ich habe den Gips eben noch 2 weitere Wochen behalten. Ich wollte ganz sicher gehen, dass das gut wieder zusammen ist. And they insisted on the full cast because they said it was such a serious break. Und sie hatten darauf bestanden, dass das ganz eingegipst wird, weil sie sagen, das war wirklich ein schlimmer Bruch. And the nurse said to me, "Do you have osteoporosis?" Und die Krankenschwester fragte mich, haben Sie Osteoporose? I said no. Ich sagte nein. He said, "Have you had a test?" Sie fragte mich, ist das mal getestet worden? I said no. Ich sagte nein. And he laughed. Ach so, das war ein Pfleger und er lachte dann. Because I guess that does sound a bit silly. How do I know? Weil ich denke mal, er hat sich ein bisschen amüsiert und hat sich gedacht, woher weiß sie das dann? If I had osteoporosis. Wenn ich Osteoporose hätte. When my body flew in the air and slammed down on that hand, more than that would have broken. Und mein Körper in die Luft fliegt und auf der Hand wieder aufkommt, dann wäre mehr gebrochen gewesen als nur das. One of the best tests you can do for yourself. Einer der besten Tests, den ihr selbst tun könnt, is listening to what your body says. Einfach zuzuhören, was euer Körper euch signalisiert. Another good sign is the health of your teeth. Ein anderes gutes Zeichen ist die Zahngesundheit. Because they are an illustration of the bones in the rest of your body. Denn sie repräsentieren sozusagen, man kann daran ablesen, wie es den restlichen Knochen im Körper geht. Now that brings me to the sustain me principles. Und das führt uns jetzt zu den Prinzipien aus Sustain Me, dem Buch. Applying these to bone health. Und wir wollen das mal anwenden auf die Knochengesundheit. Absolutely, we need sunshine. Absolut brauchen wir natürlich Sonnenlicht. You can overdo the sun and you can underdo the sun. Man kann das übertreiben, man kann es aber auch untertreiben. But ideally, we should be getting as much sun as we can in these summer months. Aber normalerweise ideal sollten wir so viel Sonne wie möglich tanken in den Sommermonaten. Because there's not as much sun in the winter, is there? Denn im Winter gibt's nicht mehr so viel Sonne, oder? And yet your body can store vitamin D quite well. Aber unser Körper kann Vitamin D ziemlich gut speichern. Your liver and your kidneys both play a role in storing the vitamin D. Und da spielen die Leber und auch die Nieren eine Rolle. But notice what the body needs to get vitamin D, cholesterol. Aber achten wir darauf, was braucht der Körper, um Vitamin D herzustellen? Cholesterin. And so we need nice
high levels of cholesterol. Und deswegen brauchen wir einen schönen, einen guten, hohen Cholesterinspiegel. I have never had a cholesterol test. Ich habe noch nie einen Cholesterintest gemacht. So I don't even know what my cholesterol levels are. Ich kann nicht mal sagen, wo mein Cholesterin liegt. And I don't believe it is necessary to actually know. Und ich glaube, das ist auch gar nicht wichtig, dass wir das wissen. But I go to great lengths to give my body the right conditions for healing. Aber ich gebe mir große Mühe, meinem Körper das zu geben, die Umgebung, die er braucht für die Heilung. And one of the most dangerous medications is cholesterol-lowering medication. Und Cholesterinsenker, diese Medikamente, gehören zu den gefährlichsten überhaupt. And in America a few years ago, vor einigen Jahren in Amerika, I met a lady who told me, she's a nutritionist, she said 40 years ago, 300 was perfectly fine. Da traf ich eine Dame, sie war Ernährungswissenschaftlerin und sie sagte, vor 40 Jahren hat man gesagt, ein Cholesterinspiegel von 300 ist super. And today the doctor wants you under 190, am I right? Heute sagt man unter 190, nicht wahr, der Arzt? If you go down to 150, wenn wir dann bei 150 angelangen, your body's not going to be able to make vitamin D. Dann kann der Körper gar nicht mehr Vitamin D herstellen. Our sex hormones are made from cholesterol. Auch Sexhormone werden aus Cholesterin hergestellt. So progesterone's not going to be strong. Das heißt, wir haben dann also wenig Progesteron. And remember, that's your bone building hormone. Und denken wir daran, das ist ja verantwortlich dafür, dass die Knochen aufgebaut werden. And the side effect of cholesterol-lowering medication. Und noch eine Nebenwirkung von diesen Cholesterinsenkern is memory loss, Alzheimer's, dementia and muscle wasting. Ist Gedächtnisverlust, Alzheimer, Demenz und Muskelschwund. And if you are on cholesterol-lowering medication and you stop, und wenn man diese Cholesterinsenker nimmt und das dann absetzt, and if I was you, I would. Und ich würde das an ihrer Stelle tun, there will be a side effect. Dann wird es auch eine Nebenwirkung geben. Your memory will return. Nämlich das Gedächtnis wird wieder besser werden. But isn't cholesterol the cause of heart disease? Aber Cholesterin sorgt das nicht für Herzerkrankungen? No. Nein. And I have 5 books in my library by different doctors showing that this is a myth, it's a con, it's a lie. Und ich habe 5 Bücher zu Hause von verschiedenen Ärzten, die zeigen, dass diese Sache mit Cholesterin, das ist ein Mythos, es ist einfach eine Täuschung, eine Lüge. This is our blood vessel. Das ist ein Blutgefäß. An exposure to environmental poisons can cause damage to the endothelium cells that line the artery. Und wenn wir jetzt Umweltgiften ausgesetzt ist, kann es die Endothelzellen, die innen das ausformen, beschädigen. And the altered fats of today, like corn oil, canola oil, peanut oil, they're dangerous oils. Und diese modifizierten, raffinierten Fette heutzutage wie Maisöl und Erdnussöl und andere, die sind da die große Gefahr. And they also damage those cells that line the arteries. Und sie beschädigen auch die Zellen, womit innen die Gefäßwand ausgekleidet ist. Society is awash with environmental poisons today, which are all causing damage. Who? Say that again. Society is awash with environmental poisons. Okay, also unsere Gesellschaft heute, die geht praktisch unter in diesen Umweltgiften, die alle eine schädliche Wirkung haben. So cholesterol is sent to plug up the holes. Was passiert jetzt? Der Körper schickt da Cholesterin hin, um die Löcher wieder zu stopfen. It's not cholesterol that's the problem, it's just doing its job. Also Cholesterin ist aber gar nicht die Ursache, ist nicht das Problem, sondern das macht nur seine Arbeit. The problem is our exposure to the environmental poisons. Sondern das Problem sind die Umweltgifte, denen wir ausgesetzt sind. And so having a good look at our exposure to environmental poisons is a far better way to prevent heart disease. Also, wenn ihr Herzkrankheiten vorbeugen wollt, dann ist es eine viel bessere Methode,
dass ihr versucht, die Umweltgifte runterzufahren. Because it's damage to the walls of the artery that's the problem, not the cholesterol. Denn das Problem ist nicht das Cholesterin, sondern die beschädigten Gefäßwände. Cholesterol was designed by God to protect us. Gott hat das Cholesterin dazu entworfen, dass es uns schützt. So we need water, we need sleep. Wir brauchen Wasser, wir brauchen Schlaf. We need to trust in God for all our problems in life. Wir brauchen Gottvertrauen bei all den Problemen, die das Leben mit sich bringt. To help alleviate stress. Und es hilft auch, dass unser Stress erleichtert wird. Abstain from anything that's going to leach our minerals. Wir müssen uns von allen Dingen enthalten, die unserem Körper die Mineralien wegnehmen. Ideally, we should be having as much organic food as possible. Idealerweise sollten wir so viel wie möglich biologisch angebaute Nahrung and essen. Having dark green leafy vegetables every meal. Und zu jeder Mahlzeit sollten wir diese dunkelgrünen Blattgemüse haben. But one thing that strengthens bones very effectively is exercise. Aber eine Sache, die einen sehr guten knochenstärkenden Effekt hat, ist Bewegung. And strength comes by defying gravity. Und Stärke kommt, wenn wir gegen die Schwerkraft arbeiten. That's why push-ups. Also zum Beispiel Liegestützen. You defy gravity. Gegen die Schwerkraft. But the best gravity-defying exercise is the rebounder. Aber die beste Übung, um jetzt gegen die Schwerkraft zu sich zu bewegen, ist das Trampolin. And if you have a trampoline in your yard, you know, and children visit, they're there. Also diese Schwerelosigkeit zu erreichen. Wenn ihr ein Trampolin habt, vielleicht in eurem Garten, dann wisst ihr, die Kinder sind immer sofort da. I've come to the conclusion that people get old because they stop jumping. Ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen deswegen alt werden, weil sie irgendwann nicht mehr springen. Now, if you find it a little difficult to jump on the rebounder. Wenn du das vielleicht ein bisschen schwierig findest, auf dem Trampolin zu springen, you can start with the health bounce, which is just jigging up and down like that. Dann könnt ihr einfach mit dem gesunden Wippen beginnen, einfach immer ein bisschen hoch und runter. If you're a bit unstable, you can hold on. Wenn ihr nicht so gut das Gleichgewicht halten könnt, könnt ihr euch auch irgendwo festhalten dabei. But as you get used to the rebounder and start using it more and more, it is the best bone strengthening exercise. Und wenn ihr euch an das Trampolin gewöhnt und das immer mehr, immer wieder benutzt, das ist die beste Übung, um Knochen zu stärken. NASA found it was the only exercise that prepared the astronauts for outer space. Die NASA hat festgestellt, dass es die einzige Übung war, die die Astronauten für den Raumaufenthalt vorbereiten konnte. It was the only exercise that reduced bone and muscle loss when they were out of space for 2 weeks. Die einzige Übung, die den Knochen- und Muskelschwund begrenzen konnte oder reduzieren konnte, wenn sie sich im All aufhielten. And it was the only exercise that restored bone and muscle strength when they returned. Und auch die einzige Übung nach ihrer Rückkehr, die die Muskeln und die Knochen wieder aufbauen, wiederherstellen konnte. So looking after your bones means, also sich um die Knochen kümmern bedeutet, not just having daily sunshine as much as you can, dass wir nicht nur jeden Tag möglichst viel Sonnenlicht bekommen. So how does water play a role in bones, because we don't think of bones and water. Sondern es geht auch um Wasser, aber welche Rolle spielt das eigentlich? Normalerweise verbinden wir Knochen nicht mit Wasser. It's your joints where your bones meet together that need lubrication. Da geht es um die Gelenke, wo die Knochen verbunden sind und die müssen gefettet werden, geschmiert. 75% of upper body weight is held in your lower back by water. Sehr gerne, didn't get that. 75% of upper body weight is held by water in the lower back. Also 75% des Gewichtes vom Oberkörper wird abgepuffert von Wasser hier in den Lendenwirbeln, im unteren Bereich des Rückens. So not everyone has lower back pains because of dehydration, but many do. Also natürlich, wenn man hier unten im Lendenbereich dann Rückenschmerzen bekommt, der Grund dafür ist nicht immer Wassermangel,
aber häufig. The other percentage is held by the ligaments and the muscles and the tendons. Was das noch abpuffert, das Gewicht, das sind die Bänder und die Muskeln und die Gelenke. See, I can open and close my hands with no pain because of the lubricant around each joint. Nun, ich kann hier meine Hand vorne bewegen und die Finger und das tut mir nicht weh, weil eben die Gelenke geschmiert sind. And that lubricant is synovial fluid. Und dieses Schmiermittel nennt sich synovial fluid. Synoviale Flüssigkeit. And synovial fluid is about 95% water. Und diese Flüssigkeit besteht zu 95% aus Wasser. And that's why we need to be having adequate water for the health of our skeletal system. Und deswegen braucht auch unser Skelettsystem ausreichend Wasserversorgung. Our joints and our bones need us to sleep every night. Ja, und die Knochen und die Gelenke brauchen auch den Schlaf jede Nacht. Have you been able to implement the formula yet? Konntet ihr schon die Formel umsetzen? 8 hours to work, 8 hours to play, 8 hours to sleep. 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlaf. Anxiety and stress can affect every part of our body, including our bones. Sorgen und Stress haben Auswirkungen auf unseren gesamten Organismus, einschließlich der Knochen. And in 1 Thessalonians 5:18. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18. The Bible says, "In everything, give thanks." Da sagt uns die Bibel: Seid in allem dankbar. So, how can I thank God for a broken wrist? Aber wenn ich mir das Handgelenk breche, wie kann ich dann Gott danken? I said, "Thank you, Father in heaven." It was only my wrist. Ich habe gesagt: Lieber Vater im Himmel, danke, dass es nur das Handgelenk war. And thank you, Father in heaven. It wasn't my right hand. Und danke, lieber Vater, dass es nicht der rechte Arm war. When you look at the things that happen in your life, you can always find something to be thankful for. Wenn wir darüber nachdenken, was in unserem Leben geschieht, dann werden wir immer etwas finden, wofür wir auch dankbar sein können. Now there's one little thing I forgot in here, very important, inhale. Eine kleine Sache hier habe ich noch vergessen, die ist aber sehr wichtig, nämlich das Einatmen oder and Inhalieren. When I was sitting there with my wrist in a rock pool, because it just eased the pain a little bit. Als ich dort mit meiner gebrochenen Hand saß in einem Schaukelstuhl, weil das die Schmerzen ein bisschen gelindert hat. My 8-year-old granddaughter was sitting in front of me. She said, "Breathe, Nana." Da saß meine 8-jährige Enkelin vor mir und hat gesagt: "Oma, atmen." She said, "5 in, hold for 3, 5 out." Sagte: 5 Sekunden einatmen, 3 Sekunden halten, 5 Sekunden ausatmen. My little granddaughter was helping me to cope with the severe pain. Also meine kleine Enkelin hat mir geholfen, mit den starken Schmerzen fertig zu werden. It's a wonderful tool to teach children from a young age is breathwork. Also das ist etwas Wunderbares, was man auch Kindern schon von klein auf beibringen kann, wie man richtig atmet. And David was just telling me how after he heard me talk about nose breathing last year. Und David hat mir gerade vorhin gesagt, nachdem er das zum ersten Mal letztes Jahr von mir gehört hatte, dass man durch die Nase atmen soll, he tried it. Hat es versucht. It's very, very hard. Das war sehr schwer. But he was telling me that now it's easy. Aber er hat mir erzählt, mittlerweile ist es leicht. And he has more energy. Und er hat mehr Energie. And you see, this is exactly what God says in 1 Thessalonians 5:21. Und wisst ihr, genau das sagt Gott uns in 1. Thessalonicher 5, Vers 21. It's a challenge. Prove all things. Und das ist eine Aufforderung an uns. Prove it. Prüft alles. Prüft es. Prove it for yourself. Jeder kann es ausprobieren. And what you can't do now, you will be able to do. Und was heute noch nicht klappt, wird aber dann klappen. But you will find that when you breathe through your nose with your exercise. Aber was ihr feststellen werdet, wenn ihr auch bei eurem Sport, bei der Bewegung durch die Nase atmet, you will have more energy and you'll be able to do more. Werdet ihr mehr Energie haben und ihr werdet mehr leisten können. If you're a coffee drinker, ease off slowly. Wenn du Kaffeetrinker bist, dann nur ganz langsam absetzen. And I know Germans are famous for their love of coffee, is that right?
Und ich weiß, die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie den Kaffee lieben. Ist das so? But when you realize it's weakening your bones, aber wenn wir erkennen, dass es eigentlich unsere Knochen schwächt, it's not as attractive. Dann wird es nicht mehr ganz so attraktiv. Now the three essential food groups for nutrition are fiber. Die zwei lebenswichtigen Nahrungskategorien sind Faserstoffe. And all plants contain fiber. Und alle Pflanzen enthalten Faserstoffe. Protein. Dann Eiweiß. Now we just had a look at the danger of animal protein. Wir haben uns ja damit beschäftigt, warum tierisches Eiweiß gefährlich ist. And because of its high acid waste it leaves. Und weil das eben bei der Verdauung für hochsaure Abfallstoffe sorgt. It starts to pull calcium out of the bones to negate the acid residue. Wird dann Calcium wieder aus dem Boden raus, aus den Knochen rausgezogen, um das Saure zu neutralisieren. A far more effective form of protein is legumes, nuts and seeds. Und deswegen, wenn wir eine viel bessere Eiweißquelle haben wollen, dann greifen wir zu den Nüssen und Samen und Hülsenfrüchten. And because I found that most people don't know how to cook legumes. Und weil ich festgestellt habe, dass viele Leute gar nicht wissen, wie man Hülsenfrüchte zubereitet. In the back of my book Self Heal by Design. Hinten in meinem Buch Der Körper heilt sich selbst. I have included recipes for legumes. Da habe ich einige Rezepte für Hülsenfrüchte eingefügt. Also nuts and seeds are excellent forms of protein. Nüsse, Samen, ganz exzellente Proteinquellen. And fats are an important part of our daily diet. Und dann die wichtige dritte Kategorie sind Fette. Again, your nuts and seeds are great forms of fats. Auch da Nüsse und Samen enthalten sehr gute Fette. Keep away from the altered fats. Also veränderte, modifizierte Fette, bitte die Finger davon lassen. See, traditionally the two vegetable oils that have been eaten for centuries. Traditionell seit Jahrhunderten die zwei pflanzlichen Ölsorten, die man immer verzehrt hat. Are two oils that are extracted from the flesh of the plant. Das sind zwei Ölsorten, die man aus dem Fleisch der Pflanze gewinnt. So that's coconut and olive oil. Und das ist das Kokosöl und Olivenöl. And they are the most stable oils. Und das sind die stabilsten Ölsorten. And you'll find that they're probably two of the easiest that you can get. Und wahrscheinlich auch hier sind das zwei Ölsorten, die man überall sehr leicht bekommt. They're actually not the easiest you can get because the cheap oils in the plastic bottles, they'd be the cheapest, but they're the most dangerous. Aber man muss auch sagen, die bekanntesten, verbreitetsten, billigsten Öle sind eben die billigen, die man in den Plastikflaschen bekommt. Aber das sind leider auch die gefährlichsten. See, people have been eating coconut oil, olive oil for centuries. Also seit Jahrhunderten essen Menschen Kokosöl oder Olivenöl. No heart disease. Sie haben keine Herzkrankheiten. Heart disease exploded with the Industrial Revolution. Die Herzkrankheiten sind explodiert, als die industrielle Revolution kam. And it was in the Industrial Revolution that equipment was developed to extract oil from hard seeds. Und in der industriellen Revolution wurden erst die Maschinen dafür entwickelt, dass man aus harten Samen Öl extrahieren konnte, gewinnen. So this is oil that was extracted from the hard seed using heat and chemicals. Und man hat, um das Öl herauszuziehen, Chemikalien eingesetzt und Hitze. And in that process, those oils are totally destroyed. Und in diesem Prozess werden die Öle komplett zerstört. And they're the ones that are damaging the arterial wall, contributing to heart disease. Und das sind die Öle, die eben die Gefäßwände beschädigen, was zu Herzkrankheiten führt. So for strong bones, we need a balanced diet that's high in these three. Also für starke Knochen brauchen wir eine Ernährung, die diese drei Kategorien stark enthält. Fiber. Faserstoffe. I was reading a report of a couple of dentists that say the problem today is people don't eat enough crunchy food.
Ich habe von verschiedenen Zahnärzten Berichte gelesen, die gesagt haben, das Problem heute ist, die Leute essen zu wenig harte Nahrung, die man, also bissfeste Nahrung. So that's apples and pears and celery and carrots. Also sowas wie Äpfel und Birnen und Sellerie und Karotten. And they're the best foods to start a little toddler on. Und das sind auch die besten Nahrungsmittel, die man so einem heranwachsenden Baby geben kann. Then they're strengthening their teeth, their gums, their jaw. Das stärkt nämlich die Zähne und das Zahnfleisch, den Kiefer. And it strengthens not only the teeth but the bones. Und nicht nur die Zähne werden gestärkt, sondern auch die Knochen. Because those foods are also high in minerals. Denn all diese Nahrungsmittel haben auch viele Mineralien. And the more fiber we eat, je mehr Faserstoffe wir zu uns nehmen, the more we ensure a great balance of microorganisms in our gut. Desto besser tut das auch unserem Darm, nämlich dem Gleichgewicht der Mikroorganismen darin. In fact, do a test with yourself. Ihr könnt das mal selber testen. Try and have at least 7 different types of fiber every meal. Versucht zu jeder Mahlzeit 7 verschiedene Quellen für Faserstoffe zu euch zu nehmen. I think I had 7 today at lunchtime. Ich glaube, heute beim Mittagessen hatte ich 7. Cucumber and tomato and lettuce. Gurke, Tomate, Salat, Blattsalat. Pumpkin. Kürbis. I think there was potato in the soup too. Und ich glaube, in der Suppe waren auch noch Kartoffeln. And Bread. Bread. Dann hatten wir Vollkornbrot. And there were seeds in the bread. Oh yeah, I easily got 7. Und in dem Brot waren auch noch Samen. Also normalerweise komme ich gut auf 7. Count your fiber. Ten? Count your fiber. Also zählt die Faserstoffquellen. That crunchy food's not only good for your gums and your teeth. Und dieses bissfeste Essen ist nicht nur gut für Zahnfleisch und Zähne. But the fiber feeds the microorganisms in the gut. Sondern die Faserstoffe sind auch Nahrung für die Mikroorganismen im Darm. So is there anything you can take to strengthen the bones? Nun, können wir irgendetwas zu uns nehmen, um die Knochen zu stärken? I don't advise any supplement for bones. Diese Ergänzungsmittel für Knochen kann ich nicht empfehlen. Because everything we need to strengthen bones is found in these basic principles. Denn alles, was wir brauchen, um unsere Knochen aufzubauen, finden wir in diesen Grundsätzen. But don't forget every day to eat something out of the dark green leafy family. Aber vergessen wir nicht, täglich etwas zu uns nehmen von den dunkelgrünen Blattgemüsen. And the one supplement I might advise would be the wild yam. Es gibt vielleicht eine Ausnahme, ein Ergänzungsmittel, das ich raten kann, zu dem ich raten kann. Das wäre diese wilde Yams-Creme. Remember that wild yam cream restores progesterone back to her rightful position. Denn die hilft ja, dass der Progesteronspiegel sich normalisiert. And it's progesterone that makes the bone-building cells. Und Progesteron sorgt dafür, dass wieder die knochenbildenden Zellen hervorkommen. How long would a person need to be on it for? To be? On the cream for? Wie lange muss man diese Creme nehmen? Usually a year. Normalerweise ein Jahr. Might have taken 20 years to get out of balance, but it should only take 1 year to completely restore the balance. Also im Extremfall kann das auch mal 20 Jahre notwendig sein, damit man wieder ins Gleichgewicht kommt, aber in der Regel ein Jahr sollte reichen. And how much rebounding a day for the exercise? Und wie viel Bewegung, wie viel Trampolinspringen brauchen wir? Try and do 5 minutes 3 times a day. Versucht 5 Minuten 3-mal täglich. Or you can include it in your high intensity interval training. Oder ihr könnt das auch integrieren in dieses hochintensiv Intervalltraining. But it only takes 21 days to form a habit. Und man braucht nur 21 Tage, um eine Gewohnheit, um sich etwas anzugewöhnen. So if you can keep at it for 21 days, you'll usually then just do it automatically. Wenn man also 3 Wochen lang das immer macht, dann ist es automatisiert. And these principles also explain. Diese Grundsätze erklären auch, why the Hunses that live in the Himalayan mountains, the what?
The Hunzas. Warum die Hunzas, die in den Himalaya-Gebirge leben? There's no doctors or hospitals up there. Da oben gibt's keine Ärzte, keine Krankenhäuser. And their 100-year-old people have strong bones. Aber die 100-Jährigen haben dort noch gute Knochen. They keep active. Sie sind aktiv. They're eating food in its natural state. Sie essen in natürlicher Form Nahrung. They don't get into the stimulants. Sie haben keine Aufputschstoffe. They're very happy living in God's creation. Sie sind ganz glücklich, weil sie in Gottes Natur leben. They go to bed when the sun goes down. Wenn die Sonne untergeht, dann gehen sie schlafen. They're drinking beautiful water. Sie trinken wunderbares Wasser. And most of the day they're in the sun. No wonder they don't have osteoporosis. Und meistens sind sie den größten Teil des Tages in der Sonne. Und es ist kein Wunder, dass sie keine Osteoporose haben. And the blue zone. You might have heard of the book The Blue Zone. Und die sogenannte blaue Zone, vielleicht kennt ihr dieses Buch darüber. And it studies a few different cultures, and the ones that live the longest and the healthiest basically live by these principles. Die blauen, sogenannten blauen Zonen, da untersucht man Kulturgruppen, Menschengruppen, die am längsten, am gesündesten leben, und diejenigen, die ganz oben stehen, die befolgen im Grunde diese Prinzipien. And once again, I thank God every day that it is so simple. Und erneut, ich bin Gott jeden Tag dankbar, dass diese Grundsätze so einfach sind. And that it is in the reach of, within the reach of us all. Und dass das für jeden umsetzbar ist. So I look forward to coming back with you at, when do we come back? At 7 o'clock? Ich freue mich dann auf den zweiten Vortrag. Herzliche Einladung, dass Sie wieder dabei sind, und zwar um 7 Uhr. So enjoy your break and we'll meet again. Genießt die Pause. Okay.